Herzlich willkommen, eine neue Folge von dem Gesundheitskanal Kerngesund. Ein ganz großes Thema, was sehr, sehr viele Menschen betrifft, sind Rückenschmerzen. Rückenschmerzen sind ein ganz großes Wort, ein ganz großer Begriff. Ein Viertel der Bevölkerung in Deutschland kennt dieses Problem, hat aber natürlich vielerlei Ursachen. Ich zeige euch heute Einflüsse, Symptome, Symptomkomplexe, wo ihr erkennen könnt, habe ich jetzt ein Problem von der Wirbelsäule her oder auch sehr, sehr häufig vom Iliosakralgelenk. Ich zeige euch, dass wir das kurz differenzieren können. Das heißt, ich zeige euch eine Diagnostik, die ihr selber durchführen könnt, wo ihr mitbekommt, ist es eine Störung im Gelenk, im Iliosakralgelenk oder ist es von der Lendenwirbelsäule, was dann natürlich sehr, sehr wichtig ist, eine ganz genaue Untersuchung durchzuführen, nicht, dass wirklich ein Bandscheibenschaden dahinter stellt. Welche Symptome könnt ihr wahrnehmen, wenn es wirklich eine Iliosakralgelenksblockierung ist? Das Iliosakralgelenk, das ist das Kreuz und das ist das Darmbein. Das Darmbein, weil innen drin der Darm liegt, deswegen heißt das Darmbein logischerweise Darmbein. Das heißt, diese Gelenkfläche, man sieht es hier sehr, sehr schön, die steht nicht gerade, sondern die steht schräg. So. Das heißt, bei jedem Schritt, den ihr macht, dreht sich die eine Beckenschaufel nach vorne unten und die andere nach hinten oben. Das heißt, bei jedem Schritt kommt eine dynamische Bewegung in dieses Gelenk. Eine Blockierung kann wie entstehen? Durch Dynamik und vor allem durch Fehlhaltung, muskuläre Verspannungsmuster und Co. Die häufigste Ursache in der ISG-Gelenkblockierung passiert folgendermaßen. Stellt euch vor, ganz klassisch, was passiert euch? Die Frau möchte abends noch einen Wein trinken, ihr müsst einen Wein holen gehen, ihr geht in den Keller, beugt euch nach vorne, dreht euch zu dem Wein hin, hebt den hoch und auf einmal macht auf der gegenüberliegenden Seite der Rücken fest. Volksmund würde man sagen, ich habe einen Nerv blockiert, ich habe einen Nerv eingeklemmt, ich habe eine Blockierung, ich habe einen Muskelhartspann und eigentlich weiß es keiner richtig genau, was es wirklich ist. Wir müssen ganz klar und ganz eindeutig differenzieren, ist dieses Gelenk betroffen oder haben wir wirklich ein Problem vom Nervensystem als Folge vielleicht eines Bandscheibenschadens? Ihr seid Patienten und Menschen, die das Leiden haben und ich kann euch eine Übung zeigen, die für euch kein Risiko darstellt. Wichtig ist, ihr macht zuallererst einen Test, den zeige ich euch jetzt gleich und nachher drei Übungen. Wichtig ist dabei, haltet bitte die Reihenfolge ein. Zuerst wird was mobilisiert, nachher wird gekräftigt bzw. gedehnt. Wichtig ist, haltet die Übung ein. So, dann würden wir jetzt mal anfangen mit dem Symptomkomplex, was ihr wahrnehmt. Also einmal hat im wahrsten Sinne des Wortes die Hexe geschossen, ihr habt euch verdreht, die Hexe hat geschossen. Dann empfindet ihr den Schmerz lokal hier über dem Gesäß, einseitig hier. Ja? Die zweite Möglichkeit, die ihr habt, was sehr, sehr häufig ist, was irreführend ist, wo man oft denkt, dass es eine Hüftproblematik ist, dass ein Leistenschmerz entstehen kann durch eine Iliosakralgelenksblockierung. Das wäre auch noch häufig. Es ist aber ein Unterschied, ob ihr Nervenschmerzen habt oder ob es wirklich eine Gelenkproblematik ist. Eine Gelenkproblematik ist lokal im Gelenk, nirgendwo anders. Wenig Ausstrahlungscharakter bzw. gar keine Ausstrahlung. Ausstrahlung, stellt euch vor, das sind sogenannte Missempfindungen wie Ameisen, Kribbeln, Taubheit, Sensibilitätsstörungen bis hin zu muskulärer Schwäche. Was ist muskuläre Schwäche? Zum Beispiel eine Fußheberschwäche durch einen Bandscheibenschaden in der Lendenwirbelsäule. Das ist die Möglichkeit eines Bandscheibenschadens. Der letzten Bandscheibe drückt es gegen den Spinalnerven und die Folge ist, dass der Nerv, der jetzt hier hinten runter geht, den Ischias kennt ihr alle, läuft hier runter, versorgt nachher den Fußheber über L4 und in L5 den Wadenmuskulatur. Was passiert, wenn der Muskel nicht genügend Strom bekommt? Der wird nicht mal richtig angesteuert. Haken an der Sache ist, eine Lähmung tut nicht weh. Die Patienten haben ganz wenig Leidensdruck. Was für uns aber in der Medizin eine Lähmungserscheinung immer sehr, sehr gravierend ist und sehr schwer ist, zu behandeln, wirklich zu korrigieren. Wenn durch den Nerven einmal zu wenig Strom fließt, wird es sehr schwer, das wirklich so hinzubekommen, dass der Patient wirklich eine Heilung hat. Das heißt, das sind für euch Alarmsignale. Leichte Schwäche in dem Muskel,
Ameisen, die runterziehen, Strahlen, die runterziehen, geht bitte zu eurem Hausarzt bzw. zu eurem Facharzt, also in dem Falle der Orthopäde. Lasst es wirklich röntgen, lasst es untersuchen. Schaut euch unseren Kanal an, um wirklich nachher die richtige Übung zu finden für euer Problem. Wir zeigen euch das jetzt erstmal am Modell, damit ihr das wirklich mal ganz kurz einfach nur verstehen könnt, worum das überhaupt geht. Und nachher zeige ich euch das an der Julia. Das heißt, ihr liegt wirklich auch nur auf dem Rücken, die Ferse ist an der Kniekehle und ihr lasst jetzt bitte das Bein einfach nach außen fallen. Jetzt stellt euch vor, das ist jetzt das Hüftgelenk, das ist die Darmschaufel, das ist das Iliosakralgelenk, das ist euer Kreuz, das ist die letzte Bandscheibe. Jetzt lasst ihr das Bein nach außen fallen. Was passiert? Wir haben hier Muskulatur ringsherum und die Gelenkkapsel der Hüfte, wie meine Hand. Ja? Das heißt, ihr lasst jetzt bitte das Bein nach außen fallen. Jetzt könnt ihr euch gut vorstellen, dass hier irgendwann das Bewegungsende erreicht ist, weil die Gelenkkapsel hier physiologisch ganz normal ein Ende erreicht. Wenn das Ende erreicht ist, ist es so, dass diese Kraft, die hier fixiert ist, geht jetzt weiter, weil das Bein ja nach außen fällt, kippt das Becken nach außen. Ja? Und die Kraft kommt jetzt hier im Becken, im Kreuz-Darm-Beingelenk an. Wann wisst ihr, dass es wirklich das Kreuz-Darm-Gelenk ist, beziehungsweise das Iliosakralgelenk? Das ist Wortklauberei. Das eine ist Latein, das andere ist Deutsch. Ihr nehmt den Schmerz lokal auf der gleichen Seite wahr. Das heißt, genau hier hinten auf dem Rücken. Hier hinten nehmt ihr das wahr, wenn ihr das Bein nach außen fallen lässt. Wenn es in der Leiste zieht, kann es auch vom Beckengelenk kommen. Probiert die Übungen aus. Beziehungsweise kann es natürlich auch so sein, dass die Muskulatur einfach hier sehr, sehr verspannt ist, die jetzt schon zieht. Wenn der Schmerz hier ist, auf der gleichen Seite, könnt ihr mit einer ganz, ganz hohen Sicherheit davon ausgehen, dass es wirklich das Beckengelenk betrifft. Und dafür zeige ich euch jetzt mal ein paar Übungen. Wichtig ist dabei, haltet die Reihenfolge ein und dann könnt ihr euch wirklich sehr, sehr, sehr schnell, sehr schnell mobilisieren und ihr habt die Schmerzen mit Sicherheit wieder selber korrigieren können. Jetzt das gleiche nochmal am lebendigen Beispiel an meiner Frau. Nehmt bitte mal eure Ferse an, die Kniekehle. Und jetzt ganz einfach, lasst das Bein nach außen fallen. Wir in der Medizin nennen das auch gerne Viererzeichen, weil das eine Vier ist. Jetzt lasst ihr bitte das Bein nach außen fallen. Entscheidend ist jetzt für euch, Schmerz ist auf der gleichen Seite, in dem Bereich, hier. Ja oder nein, wenn es dabei schmerzt, dann wisst ihr, okay, das könnte wirklich mit einer ganz, ganz großen Sicherheit mein Iliosakralgelenk sein. Und dann zeige ich euch jetzt dafür die richtigen Übungen, die ihr durchführt bitte im vollen Umfang und schaut, dass es nachher wirklich ganz realistisch nach 4-5 Übungen sollte wirklich eine deutliche Linderung da sein. Wenn ihr den Test durchführt, macht ihn bitte mal im Seitenvergleich. Wichtig ist dabei, dass ihr wirklich die Ferse auf der Kniekehle habt. Also nicht hier und auch nicht hier, sonst können wir es nicht vergleichen. Das gleiche normal, einfach nach außen fallen lassen. Dann merkt ihr schon selber, inwieweit ist mein Becken mobil auf beiden Seiten. Die Übung, die wir euch zeigen, die könnt ihr auch auf beiden Seiten durchführen, besonders natürlich auf der Seite, die gerade akut schmerzt. Eure allererste Übung, nehmt euch bitte ein kleines Handtuch, wirklich ein kleines Handtuch, nehmt euch ein Wischtuch, ein Handtuch, das ist jetzt ein kleines Gästehandtuch und legt das bitte so eng wie möglich, am besten so groß wie eine Zigarettenschachtel, wirklich nicht größer. So, so, so. Jetzt legt euch bitte auf den Rücken und legt das Handtuch auf das Kreuz. Man sieht das hier sehr, sehr schön. Das ist schon fast zu breit. Das sind jetzt ungefähr, ich sage jetzt mal 6-7 cm. Und schaut mal, wie groß wirklich ein Kreuz ist. Hier, so eng wie möglich, in die Mitte vom Becken aufs Kreuz, nicht auf die Lendenwirbelsäule. Und dann legt ihr euch bitte auf den Rücken. Das heißt, ihr legt euch natürlich zuerst auf den Rücken und legt nachher das Handtuch direkt unter die Grübchen an den Po. Was passiert? Wir nutzen jetzt wirklich nur die Schwerkraft. Jetzt liegt hier ein Widerlager drunter, die Wirbelsäule ist frei in dem Falle. Das Kreuz geht nach oben und beide Beckengelenke über die Schwerkraft nach unten. Das heißt, wir haben eine Abscherkraft. Ihr mobilisiert selber eure Gelenkkapsel, in dem das passiert. Es passiert das im Gelenk auf beiden Seiten.
Nutzt die Zeit dafür, entspannt euch wirklich, nehmt bitte eine harte Unterlage, nicht im Bett machen, eine harte Unterlage, ihr braucht ein Widerlager und bleibt einfach mal 4-5 Minuten entspannt liegen. Wichtig dabei ist, die Beschwerden, die ihr im Rücken habt, die müssen besser werden. Die Gelenkkapsel entspannt sich, wenn sich eine Struktur entspannt, geht der Schmerz raus, wenn natürlich die Gelenkkapsel die Ursache vom Schmerz ist. Jetzt wieder am lebenden Beispiel, wichtig ist, denkt wirklich dran, so eng wie möglich. Bleibt wirklich bei 5 cm, sicher ist sicher, besser als zu breit. Wenn es zu breit ist, liegt es zu sehr auf dem gesamten Becken, habt ihr keinen Effekt für das Iosakralgelenk und auch gar keine Mobilisation. Julia, nimm bitte mal und leg das bitte mal unter dein Kreuz, so weit wie möglich nach unten. Hier sind die Grübchen, hier muss es liegen, nicht hier oben. Hier ist der letzte Lendenwirbel, wir bleiben unten drunter. Also im Prinzip auf der Höhe von der Analfalte, auf der Höhe bleibt ihr bitte. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, jetzt liegt sie hier ein Stückchen höher, die Julia. Was passiert über die Schwerkraft? Das Becken sinkt nach hinten ab. Es passiert genau die Abscherkraft, genau das passiert, auf beiden Seiten. Wenn ihr den Test erst durchgeführt habt, habt ihr herausbekommen, dass in dem Falle bei der Julia war es jetzt die rechte Seite das Problem. Bei euch kann es jetzt die linke Seite sein, ist völlig wurscht. Ihr seid jetzt wirklich auf beiden Gelenkebenen, in beiden Beckengelenken. Das Becken ist ja sehr komplex. Unser Körperschwerpunkt liegt vor der Wirbelsäule. Es kommen ganz, ganz viele Kräfte aus dem Bein ins Becken, über das Schambein, über die Schambeinfuge von vorn ins Becken und absteigende Verspannungsmuster von der Halswirbelsäule absteigend in das Becken. Unser Körperschwerpunkt liegt vor dem Bauchnabel. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, hier kommt so viel Information und so viel Spannung an, dass es eine sehr, sehr wohltuende Technik ist, um wirklich den gesamten Beckenring einfach mal zu entspannen. Bleibt einfach 5 Minuten liegen, genießt das. Wichtig ist dabei, das Becken muss sich dabei entspannen können. Entspannt euch dabei, macht euch ein bisschen Musik an. Wichtig ist dabei, nehmt eine harte Unterlage. Wenn ihr das im Bett macht, ist das Problem, das ist wirklich nachher, ihr seid zu sehr eingefallen. Wir wollen ganz gezielt nur hierhin. Wichtig ist, denkt bitte dran, die Übungen, die ich euch jetzt gebe, haben wirklich eine Reihenfolge. Führt die bitte in der Reihenfolge aus, damit sie wirklich effektiv sind. Zuerst beide Gelenke mobilisieren und entspannen die Gelenkkapsel. Jetzt werden wir sie gleich noch mobilisieren und bewegen. Und nachher zeige ich euch nochmal eine kleine Dehntechnik, ähnlich wie die Diagnostik, die ihr als allererstes durchgeführt habt. Übung Nummer 2 für euch. Ähnlich wie die Übung 1, nehmt euch wirklich wieder dieses kleine Handtuch. Julia, legt das bitte nochmal unter dein Kreuz. Bei der ersten Übung war es ja so gewesen, ihr habt einfach nur drauf gelegen, habt euch entspannt, die Gelenkkapsel hat sich entspannt. Bei der Übung Nummer 2 ist es so, dass ihr jetzt Bewegung reinbringt. Wir haben eine sogenannte Beckenkippung und eine Beckenaufrichtung. Julia, kippe bitte mal dein Becken nach vorn und richte mal auf. Genauso ist es. Probiert das bitte selber mal aus. Ihr könnt das im Stand ausprobieren und ich bin mir ziemlich sicher, dass es sehr viele wirklich nicht können. Viele können das gar nicht visualisieren, wenn man einem Patienten sagt, kipp bitte mal dein Becken oder richte es bitte mal auf. Die wissen gar nicht, was wir meinen. In den Pilateskursen, die bei uns in den Praxen stattfinden, da muss ich immer sehr schmunzeln und alle Frauen lachen dabei. Deswegen bin ich gar nicht mehr dabei. Das ist wirklich wunderbar. Julia lacht schon. Jede Frau weiß, was gemeint ist. Wir nennen diese Übung anbieten und verweigern. Und damit ist eigentlich schon alles gesagt. Und es ist wirklich, ja, es ist lustig, aber genau so ist es. Schaut, dass ihr das Becken nach vorne kippt und nach hinten aufrichtet. Ja? Wichtig ist dabei, entspannt euch dabei. Das Kreuz wird mobilisiert, die Lendenwirbelsäule mobilisiert. So, wunderbar, mal stopp. So, jetzt haben wir die eine Richtung, wir haben jetzt die Richtung und die Richtung und als zweite Richtung, ihr legt jetzt auf den Rücken, ich zeige es euch jetzt mal frontal, ihr hebt das Becken von der einen Seite hoch und zur anderen Seite auch hoch. Das heißt, wir machen eine Schenkelbewegung, eine Seitneige im Kreuz. Ja, wunderbar. Ja, wir haben mit der Julia vorher fleißig geübt, deswegen kann sie das so gut. Ja, da lacht sie.
Und dann wird ihr merken, wie das hinten im Kreuz anfängt, sich langsam zu entspannen. Und das ist natürlich sehr, sehr zielführend. Denkt wirklich dran, wenn ihr Missempfindung, Sensibilitätsstörung, Ameisen, Kribbeln, Taubheit, muskuläre Schwäche, einen Schmerz, der im Rücken nachhallend ist, der nach der Übung nicht besser wird und immer da ist über die nächsten Tage, das sind Symptome, wo bei uns wirklich bei allen und bei euch bitte auch die Alarmglocken angehen und schaut wirklich, dass ihr zum Arzt geht. Ne? Der Hausarzt freut sich natürlich auch nicht und der Orthopäde auch nicht, wenn Patienten zu uns wegen Lappalien kommen. Das Problem ist immer nur, wer unterscheidet, ob es eine Lappalie ist oder auch nicht. Und ein kleiner Rückenschmerz kann auch eine ganz große Ursache haben. Deswegen, ihr habt auch eine Verantwortung für euren Körper. Schaut bitte drauf, seid achtsam. Macht eine Übung, aber wenn Übungen gut sind und für euch genau die richtige Übung ist, dann muss ein Erfolg sichtbar sein. Nach 3-4 Anwendungen muss es erkennbar sein, dass die Übung euch gut tut. Wenn die euch nicht gut tut, logischer Menschenverstand, brecht es bitte ab und geht bitte zu eurem Arzt, ohne dass ihr Zeit verliert, weil vielleicht steckt wirklich eine ernsthafte Erkrankung dahinter, was wirklich ärgerlich wäre. Dritte und letzte Übung jetzt für euch. Ihr nehmt das Bein. Julia, macht bitte gleich am besten mal mit. Du nimmst das Bein, drehst es nach außen, wunderbar, legst es über das Knie, jetzt muss ich jonglieren, so, wunderbar. So, das heißt, die Kraft passiert jetzt wieder eins, die Adduktoren spannen sich und der Drehpunkt kommt hinten ins Beckengelenk, einseitig hier hinten an. Jetzt könnt ihr mal die Hand nehmen, genau, ach Jule macht es perfekt vor, nehmt mal die Hand und könnt langsam euer Knie nach außen ein bisschen mobilisieren, Rückmisch, so, wunderbar. Der Drehpunkt ist wiederum auf der Hinterseite, aber auch hier vorne natürlich, im Sakralgelenk. Vierte Übung, ja, ruhig 20 Sekunden pro Seite. Wichtig natürlich ist natürlich eure betroffene Seite, aber macht es ruhig auf beiden Seiten. Über den Beckenring kommt die Spannung generell auf beiden Seiten an. Das ist jetzt eure akute Seite. Also wenn ihr die Übung durchführt, in der Reihenfolge, ihr untersucht euch selber, ihr seid achtsam, ihr schaut, dass ihr eure Warnsignale richtig deutet, ihr habt einen isolierten Rückenschmerz, der lokal ist, der keine Ausstrahlung hat, führt bitte die Übung aus in der richtigen Reihenfolge zuerst in Rückenlage mit Übung Nummer 1, danach habe ich euch die Übung Nummer 2 gezeigt und zum Schluss nochmal ganz genau das Iliosakralgelenk mit der Gelenkkapsel über die Hüfte schön rhythmisch zu dehnen. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Vergesst das Abonnieren nicht, wir freuen uns. Falls ihr irgendwelche anderen Verläufe habt während der Übung, ich freue mich über alle Kommentare. Wir werden alle Kommentare versuchen zu beantworten. Ich freue mich auf euch, dass ihr uns folgt. Dankeschön.